Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Landwirtschaftssimulator 2015. Folge sehr viel bereits. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie weit wir mittlerweile schon sind. 23 haben wir schon gehabt. Ich glaube, das müsste 24 sein, wobei ja 22 eigentlich eine Doppelfolge war. Sind wir wieder hier. Willkommen zurück. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ich habe beim letzten Vlog, sprich beim Silvester-Vlog, angekündigt, dass wir ein bisschen zurückschrauben müssen, was unsere Let's Plays betrifft. Und unter anderem habe ich ja gesagt, wir werden, also Skyrim ist wieder eingestellt worden, vorerst. Da möchte ich zuerst Fallout durchspielen, denn zwei Let's Plays von demselben Genre in derselben Dimension, nee, das passt einfach nicht. Und außerdem hat sich mittlerweile, oder jetzt ist es soweit, James Bond Legends habe ich jetzt auch durchgespielt. Da kommen jetzt schon noch 6 Folgen oder so, vielleicht sogar auch noch mehr, aber danach ist es auch erledigt. Dann wird dafür aber auch kein neues Let's Play angefangen, sondern wir bleiben bei dem. Und genau, tja, Landwirtschaftssimulator, meine Freunde. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das weiterhin machen möchte. Einerseits schon, andererseits denke ich, es ist auch mal wieder Zeit für eine Pause. Vielleicht machen wir noch 2-3 Folgen, vielleicht so 25 oder so. Oder vielleicht bis 30, irgendwie in die Richtung. Oder wir machen es unregelmäßiger, ich weiß es noch nicht. Vielleicht unregelmäßiger wäre vielleicht eine Idee. Da müssen wir mal schauen. Vielleicht einfach mal wieder sowas wie bloß alle 14 Tage mal einmal Landwirtschaftssimulator, das glaube ich, könnte ich mir ganz gut vorstellen. Das wäre doch vielleicht was. Dann ist es nicht ganz raus, denn spielen tue ich es ja nach wie vor. Also ihr seht, seit dem letzten Mal hat sich hier auch wieder einiges getan. Ich habe hier schon wieder alles geerntet und habe auch schon wieder ein paar neue Sachen gekauft und so weiter und so fort. Also es macht mir immer noch Spaß. Man darf es halt nicht übertreiben. Ja. Das heißt, Landwirtschaftssimulator wird es weiterhin geben, aber nicht mehr in diesem Ausmaß, in dem es vielleicht bis jetzt halt immer da war. Auch die Folgen werden nicht mehr so, oder wahrscheinlich nicht mehr so zeitintensiv werden. Also es gab ja mal eine Zeit, da habe ich 5 Stunden oder so gespielt für eine Folge. Ja. Das ist natürlich klar, wenn man jetzt sowas hat wie ganz viele Heuballen machen. Das war, glaube ich, die am meisten Zeit beansprucht hat, die Folge. Da bin ich Ewigkeiten halt nur am Mähen, am Kreisen. Ich meine, das kann ich euch ja schlecht alles die ganze Zeit auf die Nase binden. Das interessiert ja keinen. Also musste ich da quasi das immer nur in ganz kurzen Etappen. Ich glaube, das Video ist eigentlich ganz cool geworden. Das gefällt mir eigentlich bisher selbst am besten. Mit dem Musik im Hintergrund und dann immer wieder quasi mit dem Pressen. Das fand ich eigentlich bis jetzt mein Lieblingslandwirtschaftssimulator-Video. Ansonsten, ja, wird es eigentlich im Prinzip so weitergehen, wie es jetzt die letzten paar Male war. Ganz aufgeben möchte ich die Welt noch nicht, ganz ehrlich, weil wir haben hier natürlich schon noch einiges zu tun auch. Und ich meine, vom Geld her, ja, wir sind reich, wir können machen und tun, was wir wollen. Wir können auch jetzt alle Sachen verkaufen und nur noch alles zu Fuß machen oder alles nur noch mit den teuersten und besten Maschinen machen. Aber ich bin ehrlich gesagt so gar nicht ganz zufrieden. Wir brauchen halt eine gute Abwechslung zwischen den einzelnen Sachen, sprich zwischen Holz, Landwirtschaft, also Holz, also Forstwirtschaft, dann quasi Land, sprich Viehbetrieb und eben hier Getreide. Denn ich muss sagen, so getreidemäßig oder generell für unsere Bunker brauchen wir eigentlich jetzt nichts mehr wirklich, ja. Weil du machst ja Getreide oder du farmst ja Getreide, weil du eben das Geld dadurch am Ende sehen willst, aber das brauchen wir nicht mehr. Und außerdem, unsere Bunker sind, glaube ich, nach wie vor voll. Bis zum geht nicht mehr. Ja, also ihr seht, über 1 Million Zuckerrüben, da haben wir noch gar nichts verkauft. Dann Kartoffeln und Körner, Kartoffeln haben wir allerdings noch gar nichts angebaut. Hackschnitzel haben wir jetzt gerade erst so angefangen. Mais, glaube ich, sind wir aktuell, haben wir ja groß gesät, genau, das wird dann mal Körnermais geben. Raps haben wir noch fast 1 Million da. Gerste auch 114.000, Weizen auch nicht schlecht, da farmen wir ja gerade wieder, glaube ich, Weizen diesmal. Also es ist auf jeden Fall genug Zeug da, das können wir mal wegmachen. Also uns geht jetzt so schnell nicht die Kohle aus, ja? Natürlich machen wir trotzdem weiterhin hier unsere Felder, bestücken wir natürlich weiterhin. Aber ich werde eher versuchen, dann vielleicht das Ganze
mehr eher vielleicht auf den Farm bzw. Tierbedarf anzupassen, vielleicht nochmal Kühe erhöhen, vielleicht auch mal in die Schafsbereich einsteigen. Hühnerzucht finde ich eher blöd, weil du da einfach nur immer warten musst, bis die Eier da sind, dann einmal rumrennst. Das ist eher blöd, also eher dann vielleicht, dass wir in die Schafs- oder beziehungsweise in die Schafe investieren, also in die Wollindustrie mehr oder weniger reingehen. Da müssen wir mal schauen, aber ich denke, das können wir uns durch, oder kann ich mir gut vorstellen, dass wir da nochmal erhöhen. Vor allem, da wir jetzt nicht mehr im 120% Super Speed Modus spielen, ist das Ganze dann auch, sage ich mal, leichter zu, weil du, das Problem ist, wenn du so schnell spielst, dann verbrauchen die so schnell ihr Zeug, also ihr Essen, dass du mit dem Farmen oder mit dem Ernten und mit dem Mähen und so weiter gar nicht mehr hinterherkommen kannst. Ja. Deswegen glaube ich, ist das jetzt, wenn wir in der 5%igen oder 5-fach Speed, glaube ich, müsste das ganz gut hinhauen. Da können wir vielleicht durchaus relativ gut erhöhen. Ich würde sagen, ich presse jetzt hier mal noch weiter meine Ballen. Der da drüben, der steht schon wieder, den müssen wir jetzt dabei mal kurz ausleeren. Und ich würde sagen, das mache ich kurz und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Und da bin ich wieder. Willkommen! Und ich muss echt sagen, jedes Mal, wenn ich beim Friseur war, dann fühlt sich mein Headset total komisch an. Weil es dann wieder viel näher an meinem Kopf oben ist. Das ist echt interessant. Nur mal so als kleine Nebenrandinformation für euch aus meinem Lifestyle. Sozusagen, oder auch. Da können wir dann bald wieder nachfüllen. Ich bin aber auf der Suche nach meiner Presse. Da, zack, B und weiter geht's. Drüben bin ich jetzt gerade fertig geworden. Hier habe ich auch schon wieder eine Reihe fertig. Ja, ich denke, dass ich hier vielleicht nur jede zweite Reihe pressen werde, denn eigentlich haben wir noch relativ viel Stroh. Aber ich wollte das einfach wieder auffüllen, weil jetzt ist ungefähr, ja, ein bisschen mehr als ein Drittel, vielleicht kurz vor der Hälfte ist es weg jetzt. Und da dachte ich mir, ein bisschen was können wir wieder reinsetzen. Aber ich denke, dass wir nicht alles brauchen. Kann ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen. Also ich glaube, normal, wenn ich jetzt hier jede zweite Reihe mache, sollte es eigentlich reichen dann. Vielleicht ist es eh schon wieder zu viel. Was zu viel ist, das kann ich entweder gleich irgendwie ein bisschen um die Ecke noch oder ein bisschen rausstehen lassen. Ansonsten fahre ich zu meinem Strohkraftwerk. Ich habe mir ja so ein Strohkraftwerk gekauft. Das steht irgendwo da hinten beim Hackschnitzelverkauf, glaube ich. Genau, da habe ich es mit hingesetzt. Da fahren wir dann, würde ich sagen, den Rest hin. Aber dann spare ich mir jetzt hier einmal pressen. Beziehungsweise dann geht es halt doppelt so schnell, weil ich nur jede zweite Reihe pressen muss. Und ich glaube, dann hole ich sogar noch fast die Mähdresche ein. Sehen wir dann gleich. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns, wenn ich dann die Ballen einhole. Und in diesem Sinne, bis gleich. So, ich sage immer so, wenn wir anfangen, habe ich so das Gefühl. Willkommen zurück. Ja, die Pressaktion ist durch. Schaut zwar ziemlich dreckig aus, aber stellen wir einfach so wieder hinten rein. Fällt doch keinem auf. Können wir da nicht eigentlich auch irgendwie ausladen? Fällt mir gerade so auf. F1, Ballen abladen. Ja, wir hätten abladen können. Das Blöde ist, wenn wir das jetzt hier machen, dann vergesse ich es garantiert. Wurscht, wir laden es trotzdem aus. Es sind immerhin noch zwei Ballen. Sehr schön. So. Jetzt machen wir zu. Und parken die Presse wieder hier neben meinem Lieblingsmod ein. Neben der Krone. Kommt prima. Ups, halt. Steering ausschalten. Ihr wisst, das mag ich gar nicht. Und jetzt habe ich gerade das Licht eingeschalten. Und dann geht bei mir immer gar nichts mehr. Wenn ich aufnehme, dann fallen die Framerates mit Licht immer brutal. Drum lasse ich es eigentlich immer lieber aus. Aber probier's jedes Mal wieder. So. Ja. Setzen wir nochmal neu an. Somit hätten wir genug Platz für noch eine dritte Presse. Den lassen wir jetzt dabei einfach mal hier so stehen. Genau, der hat jetzt erstmal genug gemacht. Ich würde aber sagen, dass wir trotzdem, genau, wieder mit einem anderen Fendt 936.050 arbeiten. Und wir fangen jetzt einfach mal hier an und holen uns die ganzen Ballen. Die Geschichte kennt ihr ja schon. Immer zwei pro Ding. Und dann wird es einmal noch hochgeklappt, dann wird es wieder runtergeklappt, in der Zeit muss ich warten, aber dann, zack, geht schon der nächste. Also ihr seht, hier werden nicht viele Ballen zusammenkommen.
Aber das ist auch eigentlich okay. Denn wie gesagt, ich glaube, so viele Ballen habe ich, brauche ich eigentlich nicht. Da ist noch einer. Passt perfekt da rein. So. Und dann fahren wir gleich rüber aufs andere Feld. Hier sind es ein paar mehr. Da dürften schon so zwei Ladungen sollten eigentlich da rauskommen insgesamt. So. Eins. Und zwei. Ja, ja. Bin mal gespannt, wie viele Ballen wir dann tatsächlich da raus haben. Pro Ding, glaube ich, gehen 18 Stück drauf. Also das ist wesentlich mehr als bei Rundballen. Drum presse ich, also ich sag mal so, rationaler pressen ist definitiv eckig, muss man so sagen. Hier in Landwirtschaftssimulator zumindest. Im Real Life, ehrlich gesagt, keine Ahnung, was da rationaler ist und irrationaler. Aber hier ist es auf jeden Fall die eckigen Ballen, denn du kannst einfach viel mehr Ballen, 16 sind es, okay, nicht 18, du kannst einfach viel mehr Ballen hier mit dem eckigen transportieren und als mit dem runden. Ich glaube sogar doppelt so viel, oder? Passt bei dem anderen nicht sogar bloß 8 drauf? Oder 10 vielleicht? Ja? Also das ist trotzdem Himmelunterschied und sie nehmen auch viel mehr Platz weg, muss ich so sagen. Ups. So, dann schauen wir mal. Also Heuballen, seht ihr ja, haben wir reichlich. Die haben wir ja alle mit der Comprima gepresst. So, auskippen. Und den setzen wir jetzt einfach da. Muss ich da mal schauen. Okay, da können wir nicht so weit hinter. Setzen den jetzt einfach mal hier so an die Seite. So. Ja, bisschen zu weit, glaube ich. Aber so könnte es eigentlich dann ganz gut hinhauen. Und nicht wieder umschmeißen. Genau, perfekt. Ihr seht auch, die kann man viel höher stapeln. Ne? Also es ist immer auf jeden Fall besser eigentlich das Ganze in eckig zu pressen, aber die Presse in rund ist halt einfach schöner. Und das ist der Grund, warum wir auch immer Rundballen machen dann. Ich würde sagen, wir sehen uns immer wieder beim Zwischenstopps. Denn das kennt ihr eigentlich jetzt hier auch schon zu Genüge. Trotzdem zeige ich es euch immer wieder gern. In diesem Sinne, bis gleich. So, ich muss mir das echt unbedingt abgewöhnen. Würde eigentlich sagen, jetzt Ladung Nummer 2 beim Abkippen. Aber das ist so, das passt einfach immer so gut, gell? Halt. Und den verzieht es mir gerade hier ein bisschen, merke ich gerade so. Ganz ehrlich, mit dem normalen Fend, mit dem wir das früher mal gemacht haben, ging das, muss ich sagen, fast besser. Warum auch immer. Obwohl der hier leistungsstärker ist, aber das liegt halt mal wieder am Mod, am Modding. So, und die müssen wir jetzt hier irgendwie da so hinein fummeln. So, und eigentlich wäre es am gescheitesten gewesen, ich hätte davor noch den, ne, es sind sogar zwei, gell? Ja, es müssten wir mal schon hinhauen, hoffe ich. Ups, jetzt habe ich es abgekoppelt. Oben müssen wir machen und dann hier gerade rausfahren. Passt perfekt. Also ein Ständer geht eigentlich noch hin, oder vielleicht sogar noch ein zweiter. Dann steht der halt ein bisschen raus. Vielleicht bekommen wir sogar alle... Nein, sollte normal sogar machbar sein. Ja, ich denke, es könnte sich ausgehen. Ja, das war's dann eh schon. Nur noch diese beiden und nicht zu vergessen natürlich die beiden, die wir vorher abgeladen haben. An der bisschen falschen Stelle. Da passt natürlich dann einer wieder nicht mehr drauf, war ja wieder klar. Den einen paar einen bekommen wir noch drauf, aber die anderen beiden... das ist blöd. Ich würde sagen, dann nehmen wir uns lieber den eckigen, der hier auf der falschen Stelle steht. Und die beiden, die drin sind, die tun wir so, als hätten wir vergessen. Die Frage ist bloß, kommen wir da hin, ohne dass wir den falschen aufnehmen? Und ohne dass wir jetzt hier groß randalieren? Ja, haut sogar hin. So, dann stellen wir hier den nächsten Stapel davor. Einmal abkippen bitte. Schneller, haben wir nicht den ganzen Tag Zeit. Den stellen wir wieder vor die eckigen, das passt dann ganz gut. Dann stehen die Runden noch frei. Noch ein bisschen. Ja. Perfekt. Oder? Was meint ihr? Und schon haben wir wieder aufgefüllt.
Dreimal 16 Heuballen haben wir wieder rein. Strohballen. Ich würde sagen, das reicht wieder für eine Zeit. Oder? Wie schaut es eigentlich da hinten aus? Schaut mir irgendwie so... Na, da kommen wir nicht gescheit hin, gell? Da ist die Sicht ganz hinten. Im Prinzip müssten wir schauen, dass wir die runden Heuballen eigentlich mal jetzt dann verwerten. Dann ganz hinten mal die ausräumen und aussortieren. Und dann hätten wir dann wieder eine komplette Reihe frei. Und da würden nämlich dann wieder... Ja, 4 Stacks würden da reingehen. Also, die linke Seite müssen wir auf jeden Fall verwerten jetzt. Dann wäre das Ganze erledigt. Jetzt würde ich sagen, stellen wir den hier wieder in die Scheune. Dann brauchen wir wieder unseren Klaas und Frontlader, denn wir müssen hier die beiden irgendwo irgendwie wegfahren. Aber nur wegen den beiden fahre ich jetzt mit Sicherheit nicht den ganzen Anhänger hier rum. Und ich bin wieder falsch rum reingefahren. Iuiui. Denn mit dem von hier aus da reinzukommen, das ist zu eng. Machen wir mal Steering an kurz. Zeige ich euch mal meine meisterlichen Fähigkeiten des Rangierens. Oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Es geht sich ganz schön eng hierher aus, aber es müsste normal gehen. Ich fahre jetzt bloß nach hinten. Naja, müsste schon passen. Perfekt. Idealo. Dann wäre das auch wieder erledigt. So. Dann springen wir hier kurz wieder raus in den Steirer. Der Steirer steht eh da vorne. Ah, ich liebe das. Mit Vollgas einfach aussteigen. So. Der hört sich wieder ganz anders an. Aber der hat... Ich finde, der hat eine bessere Beschleunigung als der Fendt. Das ist echt irre. Aber der hört sich irgendwie nicht mehr so fresh an. Warum auch immer. Vielleicht habe ich den auch noch nie im Spielesound gehört. Kann natürlich auch sein. So, dann schauen wir natürlich, dass wir hier gleich beide auf einmal nehmen. So, langsam rausfahren. Perfekt. Und... Ja, könnte sich noch ausgehen. Schauen, dass die Gabel hier richtig steht. Einmal reinfahren, herkippen und fertig. So. Und dann fahren wir den rüber zum Strohhaufen. Und gut ist gegangen, oder? Was meint ihr? Ich würde schon sagen. Wir dürfen ihn bloß nicht verlieren, wenn ich jetzt so krass um die Kurve fahre. Wegen dieser bescheuerten Rampe. Wer auch immer die da hingemoddet hat, gehört geschlagen. So. Im Prinzip kann ich die ja auch dabei wieder hier herstellen. Weil es wurscht ist. Das sind immer dann die, die ich als erstes verwenden muss halt. Und dann müssen wir schauen, dass wir immer die Ballen verwenden, die hier drüben sind. Was mir auch noch aufgefallen ist, die Heuballen, die sind eigentlich zu klein. Wir haben eine zu kleine Stufe verwendet. Immer wenn ich jetzt einen Heuballen, einen Strohballen und dann mit Silage auffülle, dann reicht es nicht für die Mischration. Ein bisschen blöd. Ich weiß nicht, warum wir das, wie wir das angestellt haben, aber nächstes Mal müssen wir eine größere Größe verwenden. Mal schauen. So. Stellen wir den wieder daher und hängen an den wieder den anderen an, beziehungsweise wir lassen den mal kurz drüben stehen, sondern wir hängen hier gleich mal den Ordelbanzen an, denn wenn hier mal dann wieder gegruppert ist, dann müssen wir fast mal Gülle fahren. Gülle fahren müssen wir, denn Füllstand ist 101%. Das ist viel, das ist richtig viel. Das heißt, ich würde sagen, wir schmeißen den Grupper an, der, wo auch immer der ist, irgendwo ist. Den können wir eigentlich mal wieder zusammenklappen und dann hier mal auf die Wiese fahren. Unsere super Abladestation für alles Mögliche, das wir aktuell nicht brauchen. Und dann brauchen wir unseren Grupper. Im Prinzip dachte ich... Wo ist denn der Grupper eigentlich? Hm. Wo steht der? Da stand die Sämaschine. Das Ding ist wieder leer. Müssen wir gleich wieder auffüllen. Das können wir gleich mal zusammen machen. Da schaue ich in der Tat tatsächlich, dass wir immer hier auffüllen. Auch natürlich jetzt nicht wegen Geld, aber einfach nur, dass das Ding halt hier auch mal einen Nutzen hat. Wir haben ja hier mordsmäßig siliert, sind wir Mais geerntet und dann verwenden wir es nicht. Das ist natürlich dann auch nicht der Sinn der Sache. Gefällt mir übrigens sehr gut, wie sich das... Ich weiß nicht, ob sie das geändert haben mit dem letzten Update. Ich habe mir das jetzt mal runtergeladen. Dass der Meister so schön, oder beziehungsweise die Silage da so schön hängen bleibt. Finde ich, schaut ganz cool aus. So, wir füllen gleich wieder nach. Jetzt machen die Schaufeln nochmal voll.
Ich stelle sie am liebsten immer mit einer vollen Schaufel wieder hin, weil dann muss ich beim nächsten Mal gleich einfach nur auskippen. Und nicht erst warten, bis er angesprungen ist. So. Dim, 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 dim. Und da ging mein Handy. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. So. Einmal noch voll machen ein bisschen. Genau. So, Hackschnitzel steht auch noch da, der steht noch da. Aber wo ist der Grupper? Ganz ehrlich. Den haben wir hier nirgends. Steht der vielleicht vorne drin? Das kann sein. Nicht dieses blöde Ding da oben, das ist so fett. Da steht er drin. Stehen sogar beide drin. Und der Pflug. Alles, was wir hier so haben, haben wir hier in unsere kleine Hütte reingestellt. Da stehen auch noch zwei Kipper drin. Ich glaube sogar noch unsere Anfangskipper, wenn mich nicht alles täuscht. Hier einmal der Pflug. Ja genau, der Anfangskipper steht auch noch drin. Ist echt cool. Stehen da und werden nicht benötigt. Aber was soll's. Was wir auch noch nicht gekauft haben, ist ein Knicklenker. Fällt mir gerade so auf. Haben wir ja noch nichts in diese Richtung investiert. Geld hätten wir. Der Bedarf war bloß nie da. So, ich würde sagen, wir schmeißen einfach die Gruppe hier gleich an. Und dann lassen wir den hier mal arbeiten. Genauso wie dieses Feld. Wir wissen, oder ich weiß bis heute nicht, wie wir das abernten können. Wir könnten natürlich einfach drüber gruppern. Aber das ist ja mehr oder weniger unser erstes Feld. Das haben wir damals aus Versehen, beziehungsweise nicht aus Versehen, sondern ich wollte es ausprobieren, was es eigentlich ist. Aber naja, es war eher ein Fail, um es langsam auszudrücken. Naja, nichtsdestotrotz, wir lassen es einfach da stehen. Schaut ja ganz schön aus und das kleine Feld, das brauchen wir sowieso nicht mehr. Felder haben wir theoretisch genug. Ich würde sagen, wir machen hier wieder einen Helfer rein, oder? Zack, Helfer. Wie schaut's denn aus bei... Den brauchen wir dann nicht mehr, weil wir dann mit dem Ding... Aber wir brauchen noch einen anderen Maishäcksler, fällt mir gerade ein. Denn der Mais hier ist auch schon relativ weit fortgeschritten, sage ich mal. Zwar nicht so weit, wie er hätte sein können, aber... Ja gut, da haben wir schon noch ein bisschen Zeit. Da hätten wir schon noch ein bisschen Zeit, in der Tat. Aber nichtsdestotrotz, Sonderangebot. Black Edition. Unten zurück. Ja, wir brauchen natürlich irgendwie so einen. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, welchen wir da nehmen wollen. TT. Gut, wir könnten theoretisch auch einen Standard-Mähdrescher verwenden und dann den da dafür nehmen. Aber interessanter sind natürlich eigentlich die Mods, gell? Vor allem, wenn wir schon extra Mods haben. Kapazität 10.500. Passend zu Konzept 675. Die Frage ist bloß, wir brauchen natürlich dann auch das richtige Gebiss dafür. Das ist ja ein 4,5er, mit dem brauchen wir da nicht anfangen. Das ist ein 6,5er. Da wird es nicht angezeigt. Also im Prinzip ist das dann blöd, weil wir nicht wissen, wie breit das ist. Und wir wollen natürlich bei dieser großen Fläche eigentlich schon das Optimale haben. Da haben wir passend zu 3162. 3162, das ist der da. Zum KSR, bla bla bla. X-Flow, passend zu Axial-Flow 9200 noch nicht. 9230, genau. Also die beiden passen zusammen. Und das Ding hat eine Breite von 12 Metern. Also das wäre natürlich schon dann das Gelbe vom Ei, würde ich sagen. Also auf jeden Fall mal Spiel speichern, hätte ich gesagt. Und ich würde sagen, warum eigentlich nicht gleich kaufen, oder? Genau. Kaufen. Steht beim Händler bereit. Sehr schön. Dann würde ich noch sagen, brauchen wir das Schneidewerk kaufen. Da haben wir auch schon ein kleineres, aber... Das kleine, das ist Pipifax. Ich weiß gar nicht, ob wir das noch haben. Doch, wir haben es noch. Wisst ihr wo? Ha, für alle, die
schon seit langem dabei sind, die müssten das wissen, aber für alle, die neu oder nicht von Anfang an dabei sind, ich zeige euch kurz, wo wir das hingestellt haben. Das habe ich ganz am Anfang gekauft, denn das Feld, das hier vorne ist, wo wir gerade eben gepresst haben und so weiter, da war ursprünglich Mais dort und ich wollte halt das, weil es eh schon gestanden ist, wollte ich es halt natürlich ernten und nicht einfach dann wegschmeißen oder neu drüber koppern. Und irgendwann habe ich dann das Gebiss genommen. Oh. Liegt nicht mehr so ganz drauf, aber ich habe es ursprünglich mal da drauf getan. Das ist natürlich für den einen, den wir eigentlich haben. Genau. Steht da drin seit Ewigkeiten. So. Aber der schaut natürlich schon ein bisschen größer aus. Und zwar ein bisschen sehr, sehr groß. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn wir das Ding hier auseinanderklappen. Ja, allein das Rohr, das ist doch irre, oder? Wie lang das Ding ist. Maisgebiss geht sogar, aber es ist auch schon zu breit, um hier durchzupassen. Das ist krass. Ja, finde ich cool, auch wie sich das hier auseinanderklappt. Richtig cool gemacht. Und gerade da passen wir gerade mal so durch. Eigentlich müssten wir das Ding mit dem Tieflader holen. Aber oder sollen wir das dann mit dem Tief machen? Da machen wir, glaube ich, wenn wir dann mal eine Folge damit haben. Wenn das dann mal soweit ist, dann holen wir das Ding extra mit dem Tieflader ab, hätte ich gesagt. Das, glaube ich, schaut dann ganz cool aus. Und vor allem jetzt würde er eh bloß rumstehen. Gut, jetzt steht er halt dann hier auf dem Hof rum. Aber egal. Das wird mal wieder eine Sache für den Tieflader, hätte ich gesagt. Genau. Ja, liebe Leute, dann würde ich sagen, war es das eigentlich eh schon für die heutige Folge. Ich weiß nicht so viel, aber wir haben wieder ein bisschen was getan. Ein bisschen viel Scheiße, aber es wird gearbeitet. Als nächstes müssen wir dann beim nächsten Mal, ja, müssen wir anscheinend oder ziemlich dringend eigentlich Gülle fahren. Gülle. Nichts aus Gülle müssen wir fahren. Wir könnten es natürlich im Prinzip so wie mit Miststreuer machen, aber ich denke, wenn wir schon mal so viel Gülle haben, ja, dann könnten wir das mit so einem Riesending durchaus doch auch mal aufs Feld tragen. Und von dem her hätte ich gesagt, beim nächsten Mal sehen wir uns bei dieser Tätigkeit auf zwei Feldern wieder. In diesem Sinne freue ich mich jetzt schon aufs nächste Mal. Euer Hoden ist raus. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschaußen.